Viele von uns sitzen jeden Tag 8 Stunden am Schreibtisch. Der Arbeitsplatz von Markus aber sieht etwas anders aus. Der 45-Jährige ist Lkw-Fahrer. Seit ein paar Jahren ist er für die Mönchengladbacher Spedition Wessig unterwegs. Dabei fährt er diesen 40-Tonner durch die Straßen unserer Stadt. Der Lkw ist ganze 15 Meter lang. Um so ein großes Fahrzeug steuern zu können, braucht es einen speziellen Führerschein und vor allem viel Erfahrung. Man muss halt erstmal mal PKW fahren ein paar Jahre und Hänger vielleicht mal üben und dann sich mal langsam rantasten. Enge Straßen, enge Gassen, das rückwärts rangieren, das ist eigentlich auch nicht jedermanns Sache. Um die Ecken fahren, man muss ganz anders denken. Ja, wenn sie eine Ampel rechts umfahren, muss man mehr ausholen, so, weil die Masse der Lkw ist ja lang. An diesem Tag muss Markus zum Monfortsquartier. Hier soll er Waren aus einer Halle abholen. Vor ihm ist noch ein anderer Lkw-Fahrer dran. Sven hat Kabeltrommeln von Süddeutschland nach Mönchengladbach gefahren. Die lädt er jetzt ab. Sein nächstes Ziel, das weiß er noch nicht. Er wartet auf den Auftrag seiner Spedition. Markus fährt mit seinem Lkw im Moment hauptsächlich im Mönchengladbacher Stadtverkehr. Ab und zu auch mal weiter. Früher war er viele Jahre als Fernfahrer unterwegs, in ganz Europa. Besonders gefallen haben ihm seine Touren nach Frankreich. Wenn Sie da abends essen gehen, dann kommen Sie mit allen Nationen von Fahrern zusammen. Da sitzt man auch an einem Tisch. Da setzt man sich nicht wie in Deutschland an einer Raststätte am Tisch, wo es leer ist. In Frankreich ist das gang und gäbe. Der Franzose setzt sich beim Holländer hin oder setzt sich am Tisch, da wo schon einer sitzt. Und dann kommt man her, und wenn man her einen Wein getrunken hat, kommt man automatisch schon zusammen, obwohl man die Sprache nicht spricht. Der Wein, der hat das dann gelockert. Mittlerweile hat Sven die Kabeltrommeln abgeladen. Jetzt ist Markus an der Reihe. Seit rund 25 Jahren ist er jetzt Lkw-Fahrer. Sein Vater hatte den gleichen Beruf. Als Markus ein kleiner Junge war, ist er bei seinem Vater im Lkw mitgefahren. Und er wusste schon mit 12, das will ich auch mal machen. Er liebt seinen Job, aber er lässt sich schwer mit einer Familie vereinbaren. Zumindest, wenn man als Fernfahrer unterwegs ist, so wie Markus es eben viele Jahre gemacht hat. Ich habe das ja gehabt, ist dann auch nach Jahren kaputt gegangen. Das ist so, ein Lkw-Fahrer. Also bei mir ist es kaputt gegangen in der Brüche, weil man ist ja nur unterwegs. Ja, es gibt auch nicht viele Frauen, die sowas mitmachen. Okay, meine Frau hat das eben mitgemacht. Die kannte das nicht an, wir waren jung, beide jung. Und dann hat sich das dann eben so ergeben. Markus lebt für den Lkw. Er kann sich keinen anderen Job vorstellen. Als Lkw-Fahrer muss Markus nicht nur das Fahrzeug sicher steuern. Er muss zupacken können, mit den unterschiedlichsten Menschen umgehen, die Güterverkehrsvorschriften kennen. Und er muss wissen, wie man die Ladung richtig sichert. Am allerliebsten ist Markus auf der Straße. Nach der Zeit ist das ja Routine, dieses Fahren. Ja? So, man guckt immer voraus. Man will ja den schnelleren Lkw haben, obwohl sie ja alle nur 90 fahren dürfen oder 85. Ja, man tastet sich dann wieder an den nächsten ran und sagt, oh, komm hier, ich überhole dich Mercedes. Ja? Ich habe einen MAN oder einen Berg, wenn Berge kommen. Man ist stärker, man zeigt, hier, ich habe genauso viele Tonnen wie du, ich bin aber stärker. Und das hält einen wach. Vielleicht wird Markus irgendwann wieder auf den Straßen Europas unterwegs sein. Jetzt aber geht es erst einmal zurück zu seiner Spedition. Hier muss er die Waren abladen, bevor er dann wieder weiterfährt.